Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Nerd für Medizin. Heute zu einem ganz speziellen Video. Wir haben wieder unseren Tox- und Vergiftungs- und sowieso Experten Christoph Hüser hier. Vielen Dank, dass du da bist. Hallo, danke. Der war ja schon in ganz vielen anderen Videos zu Gast, die natürlich verlinkt werden. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema, nämlich um Knopfzellbatterien und warum das bei Kindern so gefährlich ist. Christoph, warum ist das bei Kindern so gefährlich? Ja, Knopfzellbatterien verschluckt und das ein Notfall klingt irgendwie doch harmlos. Aber das Problem ist bei den Knopfzellbatterien, da gibt es ja inzwischen auch diese Batterien mit Lithium, also 3-Volt Batterien. Okay. Und wenn die im Esophagus stecken bleiben, dann gibt es einen Stromfluss. Am negativen Pol kriegt man alkalisches Milieu, das ätzt. Und das macht sehr schnell Verätzungen. Und die können auch mal im schlimmsten Fall zur Esophagusperforation und in einer orthoesophagealen Fistel führen. Und dann verbluten die Kinder. Und das sind tatsächlich, gibt es immer wieder Todesfälle. Die USA haben da extra eine Workgroup eingerichtet, irgendwie über 70 Todesfälle mal aufgearbeitet bei diesen Kindern. Und mit diesem starken Stromfluss ist es eben so, diese CR2032 Batterien. 20 heißt übrigens 20 mm Durchmesser und 32 3,2 mm hoch. Okay. Die bleiben gerne mal stecken und haben einen hohen Stromfluss und dann kann das eben für die Kinder gefährlich werden. Okay, das heißt, wenn ich jetzt entweder als Rettungsdienstmitarbeiter dorthin komme und das heißt, vielleicht hat das Kind so eine Knopfzellbatterie verschluckt oder werden zu mir in die Notaufnahme gebracht, heißt, das ist jetzt ein dringender Notfall. Was mache ich dann ganz akut? Genau, also das ist auf jeden Fall Triage-Kategorie orange, vielleicht nicht rot, aber wirklich dringend. Und das Erste, was man draußen machen kann, ist einmal kurz abchecken, wie alt ist das Kind. Wenn die Kinder über 12 Jahre alt sind und die Batterie sicher kleiner 12 mm ist, oft hat man ja eine Vergleichsbatterie, dann kann man sagen, okay, da passiert nichts, muss man nichts machen. In allen anderen Fällen dringend abklären. Und was man als Erstmaßnahme ganz gut machen kann, gibt es so Studien aus den USA zu, überlegen, ob man den Kindern Honig gibt, 10 Honig. Milliliter, okay. Genau, als also 2 Teelöffel. Das neutralisiert so ein bisschen das alkalische Milieu und das alle 10 Minuten machen, geht der Honig durch und sorgt eben dafür, dass diese Verätzungen nicht so stark werden. Darf man aber nichts nicht machen bei Kindern unter einem Jahr, weil die noch keine Rohkost haben dürfen und wenn das Ganze schon länger als 12 Stunden drin ist, manchmal weiß man ja nicht genau, wann die das geschluckt haben, sollte man es auch nicht machen, weil dann das Perforationsrisiko zu groß ist. Okay, also für mich über 12 Jahre und unter 12 mm ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Und aber wenn die kleiner sind oder wenn man nicht genau weiß, wie groß die Batterie ist, dann kriegen die Honig. Außer sie sind kleiner als ein Jahr, ne? Dann wird's, oder es ist länger als 12 Stunden her. So, das ist unser Fenster. Aber das heißt, Honig, und das ist ja das Gute, das mögen die Kinder, würde ich jetzt mal unterstellen. Ne? Süß kann man irgendwie essen, da ist man gleich der Kumpel, was man ja sonst im Rettungsdienst eher wenig ist. Ne? Meistens sind wir nicht dann willkommene Gäste. Okay, jetzt sind die in der Notaufnahme. Über wohin man die transportiert, sprechen wir nachher gleich, aber in der Notaufnahme mache ich dann ein Röntgenbild. Was ist so die Initialdiagnostik ganz am Anfang? Jetzt dem Kind geht es klinisch gut? Ja, häufig geht es den Kindern ja Gott sei Dank gut, dass denen schlecht geht, eben erst, wenn man es nicht gemerkt hat. In der Notaufnahme ist dann unser erster Job, einmal kurz Kind angucken und dann dafür sorgen, dass es sehr schnell einen Röntgenthorax gibt. Und das muss aufgeblendet werden bis hier nach oben, also untere Zahnreihe sollte man mitsehen und eben auch den Magen oder das halbe Abdomen. Das heißt, das muss man in MTAs oft sagen. In Kinderkliniken wissen die das meistens, aber manchmal im Kleinenhaus oder so, dann ist das nicht so bekannt, dass die machen dann ihr Röntgen-Thorax-Standard. Wir wollen aber ein großes Bild sehen, damit wir eben sehen, nicht, dass die Batterie hier oben im Kehlkopf-Larynx-Bereich steckt oder halt vielleicht schon im Magen ist. Dann wissen wir auch, da sind wir dann safe im Bereich. Okay, jetzt haben wir das Röntgen gemacht. Oder wir überlegen jetzt gerade, wir sind im Rettungsdienst und überlegen, wo wir hinfahren. Wie geht es dann weiter? Welche Expertise braucht man? Was ist so der nächste dringende Schritt? Also wenn die Batterie im Röntgen im Magen ist, dann ist erstmal safe. Okay. Ja, dann können wir uns Ruhe und Zeit lassen. Dann, das ist nichts mehr für die Notfallmediziner dann. Das geht dann in der Regel natürlich ab. Wenn es nicht natürlich abgeht, kann man nochmal nachröntgen, aber das sind ein paar Tage nichts für uns. Aber wenn die Batterie eben im Esophagus feststeckt, dann absoluter Notfall. Dann muss sie innerhalb von spätestens 2 Stunden endoskopisch geborgen werden, egal ob das Kind nüchtern ist. Wir haben dem ja auch Honig gegeben, ist sowieso nicht nüchtern. Geben den Honig schön weiter alle 10 Minuten, solange das Kind das mitmacht. Und dann eben möglichst im Krankenhaus mit einer Pädiatrie und einer pädiatrischen Endoskopie. Die haben natürlich mehr Expertise, diese Teile rauszuholen, machen die häufiger.
und haben auch ein bisschen mehr Erfahrung, ob man das Kind dann dafür nur sediert oder doch auch in Narkose legt. Und haben auch im Zweifel einen Kinderchirurg, wenn man eben doch eine Perforation schon hat. Und das wäre jetzt auch, würde ich sagen, jemand, den ich auch präklinisch, selbst wenn das Kind stabil ist und jetzt keine akuten Beschwerden hat, zeitkritisch transportieren wird. Das heißt, das ist jetzt mit Blaulicht und so weiter und eben in ein Haus mit entsprechender Anmeldung auch. Ne? Ganz genau. Also es gibt, man kann das ja zum Beispiel zeigen, wenn man so Batterien in Hähnchenbrust eben tut, dann sieht man schon ganz gut, wie schnell das eigentlich wirklich Verhetzungen macht im Zeitraffer und dass das eben auch schon nach 2 Stunden eben erhebliche Nekrosen im Esophagus machen kann. Das ist eben sehr gefährlich und innerhalb von 2 Stunden sollte das Ding raus. Und deshalb muss man jetzt vielleicht nicht den halsbrecherischsten Fahrt auf sich nehmen, aber man sollte die Kinder eben zügig transportieren. Und das ist tatsächlich mal eine Indikation, wo man sagt, naja, dem Kind geht's gut und trotzdem würde man eben schauen, dass man schnell ins Krankenhaus kommt. Okay. Zusammengefasst für mich Knopfzellbatterien saugefährlich, ja? Gerade wenn sie eben im Esophagusbereich sind, zeitkritischer Notfall, da braucht es auch die Expertise der Kinderklinik, Kinderendoskopie, können die das? Und da muss man auch vielleicht, ich nehme an, die wissen das, aber dass man da auch entsprechenden Druck macht und sagt, das ist jetzt, da geht es jetzt drum und wir warten jetzt nicht noch 6 Stunden, bis das Kind nüchtern ist. Christoph, was würdest du sagen, gibt es noch irgendwas zu dem Thema, was man unbedingt noch da unterbringen muss oder haben wir es ganz rund dargestellt? Ich glaube, wir haben es schon gut dargestellt. Eine Sache vielleicht noch, Vorsicht auch, wenn wir gerade bei dem Thema sind, was Kinder so verschlucken können, bei Magneten und vor allem diesen Neodym-Magneten. Okay. Das sind diese kleinen Kügelchen, wo man so Sachen schon mal an so Pinnwände hängt und so. Mhm. Die haben halt eine sehr, sehr starke Anziehungskraft. Und wenn die Kinder davon 2 Stück schlucken oder eben eine Batterie und einen Magnet, dann können die sich auch durch die Darmwände anziehen und machen dann halt innerhalb von wenigen Stunden Drucknekrosen, Perforationen und daran können Kinder tatsächlich auch sterben. Also auch da muss man dann röntgen und die Teile gegebenenfalls bergen. Nur, dass man das mal gehört hat, auch Magnete bei Kindern, richtig gefährlich. Und genau, und bei denen dann ist es ja dann so, dass es, wenn es im Magen ist, noch nicht alles safe ist. Ne? Vor allem, wenn es mehrere sind, weil eben das die Darmproblematik ist. Ganz genau, eben besonders, wenn die Kinder das zu 2 verschiedenen Zeiten geschluckt haben, ist es eben besonders gefährlich. Dann ist die eine schon ein bisschen weiter und die zweite Magnet vielleicht erst im Magen und dann, wenn sich dann anzieht durch die Darmwände, dann gibt es eben auch mal einen Volvulus oder so und dann ist es wirklich gefährlich. Naja, dann hoffen wir, dass wir das, dass wir dran denken, hoffen wir, dass es nicht so oft passiert und wenn es ist, dass wir schnell reagieren. Christoph, vielen Dank für deine Expertise, auch das Video, das ihr eingeblendet gesehen habt. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, Erfahrungen, immer gerne. Und alle Expertenfragen werden an Christoph weitergeleitet. Ja, teilen, liken und so weiter. Und bis zum nächsten Mal bei Nerdfamilien. Tschüss.